Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das Video wollte ich schon sehr, sehr lange drehen. Eigentlich schon letztes Jahr. Aber ich weiß nicht, wenn ich daran gedacht habe, habe ich es halt irgendwie gedreht direkt. Und dann habe ich es wieder vergessen. Und jetzt gerade ist mir das wieder eingefallen. Und dann dachte ich mir, drehe ich das einfach heute. Und zwar geht es um Diddle. Wahrscheinlich habt ihr das schon im Titel gesehen. Heute hat Diddle Geburtstag. Und dann dachte ich mir, nennst du doch einfach ein paar Fakten. Das war schon der erste Fakt. Diddle wurde am 24. August 1990. Echt, Diddle ist ja gar nicht so alt, ne? 5 Jahre älter als ich. Moment, dann ist das 31. Ich dachte, das wäre schon in den 80ern. Ja, also die Diddle-Blätter existieren ja natürlich schon seit... Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Ich habe damals auch Diddle-Blätter gesammelt. Das zeige ich euch gleich. Ich habe die Diddle-Mappe sogar noch. Kommen wir zum nächsten Fakt. So, also der Grund, weswegen Diddle am... wie viel der August ist heute nochmal? Genau, am 24. Ich habe es gerade eben erst gesagt. Man kennt es ja, man vergisst es sofort. Auf jeden Fall hat Thomas Goertz, der Zeichner, damals seiner Firma halt diese Zeichnung gezeigt und alle waren sofort begeistert. Ja, deswegen ist halt sein Geburtstag an diesem Tag. Und Diddle sollte eigentlich gar keine Maus werden, sondern ein Känguru. Das wusste ich auch noch nicht. Also man hat ja so große Füße. Und das ist das Einzige, was von diesem Känguru dann halt noch übrig geblieben ist bei der Diddle-Maus. Okay, jetzt fliegt da gerade ein Flugzeug. Nee, ein Hubschrauber. Okay. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Ja, ich denke, ja, das ist jetzt nicht so nah. Auf jeden Fall kann Diddle deswegen wie ein Känguru springen. Die nennt man ja Springmaus. Und daher rührt das halt. Natürlich eigentlich ursprünglich ein Känguru werden, dann ist sie eine Maus geworden und deswegen eine Springmaus. Finde ich ganz interessant. Also 2003, boah, da war ich 8 Jahre alt, da hat Diddle einen Umsatz von 150 Millionen Euro erzielt. Ihr müsst euch das mal vorstellen, 150 Millionen Euro. Ich meine, die Diddle-Produkte, die waren ja jetzt auch nicht so billig, ne? Ich hatte auch, ich glaube, 2, 3 Kuscheltiere von Diddle. Einmal Diddle-Lina in ihrem Hochzeitsoutfit. Boah, ich glaube, die habe ich sogar noch irgendwo, aber ich weiß nicht mehr genau, ob wir die schon weggegeben hatten oder ob wir die noch behalten haben. Und ich hatte noch so einen getigerten Diddle, quasi so einen Dschungel-Diddle, sage ich mal. Was hatte ich noch? Dann hatte ich noch so ein Mini-Diddle und ein Baby-Diddle hatte ich auch. Stimmt, mit so einem Schnuller, richtig süß. Und was hatte ich denn noch von Diddle? Hatte ich noch irgendwas Besonderes? Ich glaube, das war's. Ja, und halt meine Mappe und die Diddle-Blätter. Nächster Fakt. Das Diddle-Universum wurde immer größer. Es gibt 17 Charaktere, darunter Diddle-Lina, Pimboli, Galuppi und Minimi-Hops. Oh, stimmt, Pimboli. Ich wusste gar nicht mehr, wie der heißt. Ich wusste, das ist so ein Teddybär. Oh, Pimboli habe ich geliebt. Der war so süß. Oh, ich fand immer seine Augen so süß. Und seine Fellfarbe ist richtig schön. Nächster Fakt. Ah, ich hatte auch noch... Kommen wir zum nächsten Fakt erstmal. Das Käseblatt, das wurde jetzt zweimal im Monat, zweimal im Monat wird das veröffentlicht. Bis heute sogar noch, das wusste ich gar nicht mehr, dass das immer noch bis heute veröffentlicht wird. Hammer, dass sich das so lange gehalten hat. Das habe ich auf jeden Fall auch genommen. So, war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Auf jeden Fall, die Charaktere mochte ich sehr, sehr gerne. Ich hatte auch damals... ich habe mit ungefähr 6 Jahren angefangen, Diddle-Blätter zu sammeln und zu tauschen mit meinen Freundinnen im Hort damals noch. Und als ich dann mit, ich glaube, mit 9 habe ich einen Computer bekommen. Das war so ein richtig alter Computer. Da bin ich dann auch auf die Diddle-Website gegangen und habe mir dann auch so Hintergründe, also halt so Computerhintergründe und Bildschirmschoner von Diddle runtergeladen, weil ich so ein riesen Fan davon war. Und eigentlich noch immer bin. Also ich würde mir jetzt nicht wieder halt diese Blätter kaufen. Aber damals war das für mich so eine Art Hobby, ne? Da hat man sich diese Blätter gekauft, auch diese Duftblätter. Boah, die mochte ich voll. Oder diese ganz riesigen Blätter.
Die zeige ich euch alles gleich. Wenn ihr Diddle nicht kennt, ich glaube, gibt es eigentlich jemanden, der Diddle nicht kennt? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Weiß ich nicht. Also, klar, die Jüngeren, aber ich weiß gar nicht, ob Diddle immer noch so beliebt ist, ob man das noch so sammelt. Wenn ihr jünger als ich seid, sagt mir das mal irgendwie, wenn ihr so, boah, mit 4 hat man den Diddle gesammelt. Bis zum, ich glaube, bis man 12 war ungefähr oder so. Oh, kommt hin. Boah, jetzt fühle ich mich alt. Ja, kommen wir zum nächsten Fakt. 2009 gab Depesche bekannt, die Produktion einzustellen. 2017 und das Comeback. Ich wusste gar nicht, dass Diddle eingestellt wurde 2009. Nein. Hammer, ich dachte, das wäre so, also ich dachte, das würde einfach immer so weitergehen. Aber gut, dass sie es wieder aufgenommen haben, weil ich finde, ich weiß nicht, Diddle hat sowas Zeitloses irgendwo. Klar, das ist aus den 90ern, aber irgendwie trotzdem zeitlos, finde ich. Nächster Fakt. Diddle-Mäuse wurden nach der Produktionseinstellung online für bis zu 150 Euro verkauft. Oha. Okay. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich wusste, dass, ich weiß, dass seltene Diddle-Blätter halt oder Diddle-Blöcke für, keine Ahnung, wie viele im Internet verkauft werden, aber so. Ja gut, die Spielzeuge oder die Kuscheltiere sind ja auch teurer, ne? Gut, kann man sich eigentlich schon denken. Aber haben wir 150 Euro. Diddle ist im Jahr 2017 angekommen. Mittlerweile gibt es iMessage-Sticker und ein Mobile-Game. Okay, was man nicht so alles erfährt, wenn man mal ein bisschen recherchiert. Das wusste ich jetzt auch nicht. Aber klar, man muss ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Man kann ja nicht ewig bei nur bei Kuscheltieren und bei Sammelblättern. Was gab es noch von den Schlüsselanhänger? Gab es Bettwäsche, ne? Ja, also die Standardgegenstände, sag ich mal. Tassen gibt es ja auch von Diddle. Oder ja, so Sticker, ne? Ist ja klar. Was ist denn noch? So Haarreifen oder Haarschmuck bestimmt auch. Kettenarmbänder, weil. Doch, es gab so Ketten. Ich meine, ich. Entweder wollte ich eine oder ich hatte eine, ich weiß es nicht mehr. So, das war's erstmal zu den Fakten. Dann gehen wir mal über zu meinem Diddle-Blog. Und zwar den hier. Ist der nicht süß? Das hier ist auch so ein. Wie nennt man dieses Material nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das hier meine Diddle-Mappe. Die ist schon uralt. Die ist, ich glaube, mit. Boah. Ich weiß es nicht. Mit 9 oder so bekommen. Oder mit 8 ungefähr. Hier seht ihr das Pferd. Das ist ein, ja, hier ist ein bisschen zerkratzt, aber okay. Ist ja auch schon alt. Warum habe ich das nicht schön gemacht mit dem Sticker? Der Sticker war nicht da drauf. Das ist eigentlich gekostet, das steht gar nicht drin. Oh, hier habe ich auch das Sticker hingeklebt. Das waren so meine Diddle-Blätter. Sind die nicht süß? So, ich zeige die euch mal hier. Das blendet ein bisschen, weil die natürlich in einer Hülle sind. Das ist ein sehr, sehr altes Blatt. Das sieht man ja daran, dass das nicht bunt ist. Ups, geht das hier ganz auch zu. Ups. So. Warum sind denn da Bilder von mir drin? Ist einfach ein Bild von mir drin, okay. Ich tue die mal raus, dann seht ihr das noch besser. So, jetzt. Ich wusste gar nicht, dass da so Bilder von mir drin sind. Das hier sieht eigentlich so aus. So, da war das Kleine noch dazwischen. Gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Ich glaube, irgendeins davon ist auch mit. Boah, das mochte ich immer voll. Dieses mit den Orangen. Ich liebe ja Orangen. Und das war immer eins meiner Lieblingsblätter. Das ist auch sehr schön. Ich liebe diese alten Blätter vor allem. Hier, das ist ja auch alt. Das sieht man ja auch. Ups. Und da ist wieder so ein kleines. Ja. Boah. Jetzt kriege ich das nicht raus. So, genau. Wo habe ich denn Katja? Ja, meinen Namen gibt es natürlich nicht. Ne? Wer
schreibe schon Julie dahin, höchstens Julia oder so. Ah, stimmt, Pimboli hat ja doch so eine Freundin. Oh. So, gehen wir weiter durch. Das sind ja viele Blätter, ich will euch nicht damit langweilen, ich will euch nur so ein paar zeigen. Beziehungsweise alle zeigen. Das ist auch voll süß mit den Zitronen. Oh, das fand ich auch immer voll schön. Die habe ich mal, dieses Herzchen, das hier, das habe ich im Hort verteilt. Ich hätte das als Block, weil es ist nur noch eins übrig. Oh, wieso sind die denn immer doppelt? Moment, ich zeige euch das mal richtig. Also die hier. Ich glaube, es gab auch die Briefmarken von Diddle, die hatte ich auch mal. Ich weiß gar nicht, ob hier noch welche drin sind. Das Herzchen hole ich mal raus, dann könnt ihr es besser sehen. So sieht das aus. Und das hier. Ach, da haben wir schon eine Briefmarke. Da. Das hier. Da seht ihr die Briefmarke. Das habe ich auch noch. Und hier sind wieder so ältere Modelle. Das sieht auch aus wie so eine Fotografie, ne? So ein bisschen. Also halt erstmal gucken die so, dann gucken die so. Also derselbe Hintergrund und alles. Richtig süß. Oh, das wurde hier gelöchert, okay. Welche ich natürlich auch sehr, sehr mochte, waren diese pinken Diddle-Blätter. So. Oh. Richtig schön. Ich weiß gar nicht, ob da Duftblätter mit da. Ups. Ich weiß gar nicht, ob Duftblätter mit dabei sind. Aber ich. Also, das duftet schon. Eins davon duftet. Ich glaube. Ah, oh, das habe ich sogar doppelt. Ja, das hier duftet ein bisschen nach Rosen. Ah, ich weiß, welches duftet. Ich weiß. Oh, das hat ein bisschen geknickt, aber ist nicht schlimm. Das hier duftet nach Erdbeeren, das weiß ich noch. Ich habe da immer dran gerieben und daran gerochen. Das ist auch voll schön, das ist das kleinere davon. Ich glaube, das sind dieselben Motive. Ja, das ist dasselbe Motiv, das ist auch eine Briefmarke. Dann hier so ein Käseherz. Ups. Das sieht man hier auch nicht. So. Das ist hier so ein Hufeisen. So, jetzt ist mir das Wort eingefallen. Oder das hier. Ist auch voll süß. Mit Pimboli. War dann noch halt mit Diddelina das Kleeblatt. Oder hier, was ist das? Genau, hier in der Blumen. Ne, das sind Schmetterlinge, ne? Ja, Blumen und Schmetterlinge. Ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Ich will euch nicht damit länger. Ich wollte euch das nur so ein bisschen zeigen. Hier, oh, diese kleinen Blätter. Boah, ich habe welche echt noch doppelt, ne? So ein paar davon. Oh, das war eins meiner Lieblingsbilder. Ich liebe dieses Ballerina-Bild. Wir hatten, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, wir hatten auch so ein Memory-Spiel von Diddle uns extra geholt. Das war auch voll schön. Oder hier Pimbu. So, hier sieht man nochmal so ein altes. Moment. Nicht das hier, sondern das. Das war auch eins meiner Lieblingsbilder. Richtig süß. Also das hier. Ich glaube, die sind noch aus den 80ern oder so. Diddle mit seinem Pony. Dann hier mit Musik, mit Popcorn. Also ihr seht, ich bin ein sehr, sehr großer Diddle-Fan. Ich habe so viele Blätter. Hier. Mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Dann hier. Oh, den hatte ich doch gerade schon, den Pimboli da oben rechts. Ich glaube, ich könnte auch einen zweiten Teil davon machen. Das Blatt finde ich auch immer voll schön. Von Delina. Kann man so zeigen.
Ups, da ist ein bisschen was runtergefallen. Aber macht nichts. Boah, hier habe ich ja echt noch voll viele Blätter. Habe ich auch noch ein Groß. Also beziehungsweise ein Mittel. Die gewählten fand ich auch immer voll schön. Jetzt kommen wir schon zu den mittleren Blättern. Oh, davon habe ich leider die Briefmarke nicht mehr. Aber trotzdem finde ich das Blatt voll schön. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das zeige. So. Diddle als Maler und Diddle mit Pimbuli. Oh. Die sind zwar auch sehr schön, aber das sind eins meiner Lieblingsblätter. Das hier. Warte mal, hat Pimbuli da? Ach, ich dachte schon, der hat eine Schleife an. Also bei diesem Bild hier. Muss ich mal gucken, wie ich das zeige. Da. Ich dachte, das wäre eine Schleife. Hier mit einem Käseinstrument. Jetzt habe ich Käse voll komisch ausgesprochen. Sagt ihr Käse oder Käse? Also ich sage Käse immer, aber eigentlich, also richtiger, sage ich mal, wird es ja eigentlich Käse heißen. So, hier ist nochmal so ein altes Blatt mit so einem Kamm. Das ist ein neueres. Ah, das ist auch voll süß. Mit den Orangen. Und das andere natürlich auch mit dem Stern. Da schon wieder was mit Früchten. Eigentlich wäre Diddle voll gut dazu geeignet, um Kindern so beizubringen, mehr Obst zu essen, finde ich. Ich muss ihnen einfach diese Obstblätter zeigen, dann wollt ihr das essen. So, das ist auch sehr schön. Das ist auch eins meiner Lieblinge. Dann hier, oh, gleich kommt auch ein schönes Bild. Das ist natürlich auch wieder alt. Da. Ist das, Moment mal, ist das hier ein Hund oder ein Hase oder irgendwie beides gemischt? Irgendwie so ein Hundhase oder so. Das ist schön. Das ist Titanic. Oh, ich liebe dieses Blatt. Wirklich. Ich weiß gar nicht mehr. Doch, ich habe das auch doppelt sogar. So, jetzt muss ich das ein bisschen andersrum halten. Am Strand. Da in der Badewanne. Hier, das finde ich auch voll cool. Ey, ich erinnere mich gerade, es gibt ja auch Tüten von Diddle, ne? So kleine. Die zeige ich euch auch gleich. Ich habe, glaube ich, sogar noch ein paar. Genau, das habe ich euch schon gezeigt. Aber das hier kennt ihr noch nicht. Ich glaube, der ist in einem Apfel drin, ne? Ja, der ist da in einem Apfel drin. Ja, dann hier noch Diddlina. Die sind auch sehr, sehr schön. Ich zeige euch die echt mal im Stelldurchlauf. Ihr könnt ja auch stoppen, wenn ihr die ein bisschen länger betrachten wollt. Oh, da ist ein Baby. Den hatte ich. Den hatte ich als Baby, als Kuscheltier. Also nicht als ich ein Baby war, sondern als er ein Baby war sozusagen. Da, jetzt kommen wieder so ein paar alte. Ich weiß gar nicht, ob die wertvoll sind, aber ist mir eigentlich auch egal. Ich behalte die. So. Ja. Gleich kommt sogar so ein Geburtstagsbild von Pimbuli. Hier. Voll süß mit seiner Mütze. Vor allem auch noch so eine große Torte. Ich glaube, jeder als Kind wünscht sich jeder so eine große Torte. Ah, gleich kommen die Tüten. So, erstmal hier. Das hier. Was ist denn da drauf eigentlich? Ach so, die spielen da etwas. Hier. Und jetzt kommen die Tüten. Das war eine meiner Lieblingstüten. Und das ist auch sehr, sehr süß mit Pimbuli. Die sind auch voll schön. Weil man hat manchmal, ich glaube, die gab es sogar gratis zum Einkauf dazu und die auch. Weil ich habe ja die Diddleblätter gesammelt und habe mir die dann halt so, boah, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war bei dem Nanunana damals, habe ich mir so ganz viele Blöcke gekauft und dann gab es immer so eine Tüte gratis dazu beim bestimmten Einkaufswert. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die getauscht habe, ob ich die geschenkt bekommen habe, ich weiß es nicht. Ah, die... Die ist auf jeden Fall alt, die habe ich halt noch von damals. Von meinen Cousinen, glaube ich. Ah, da haben wir wieder einen doppelt. Das ist auch eine meiner Lieblingstüten, die hier. Die ist auch voll schön. Oh, da sieht er voll traurig aus auf dem Sofa. Hm. Was ist denn das eigentlich? Hier versteckt sich noch etwas. Da stand nämlich irgendwas mit Wechselblock oder so. Ich sehe gar nichts.
Also das war jetzt noch dabei. Und das war wahrscheinlich dieser Wechselblock oder so. Guck mal, ob dahinter irgendwas ist. Ich denke eher nicht. Oh! Ich bin für immer Überraschungen gut. Also, das habe ich noch rausgeholt. Und dieser kleine Zettel hier war noch dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt was hinter ist. Oh, jetzt kommen wir zu den großen Blättern. Ja, da, ich weiß nicht, warum das jetzt noch da dabei ist, aber hier ist noch so ein großes Blatt. Das ist auch für sich, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Da, da essen die Eis. Da haben ganz schön viele Kugeln. Oh, das hier sind noch kleine. So, das ist natürlich auch alt. Sorry, dass ich immer dasselbe sage. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ups. Ja, das war nicht so schlau. Oh. Ich würde mal interessieren, welche Diddleblätter ihr habt und welche ihr nicht habt. Die Kamera ist gerade ausgegangen. Was ich gerade gesagt habe, wenn ihr wollt, dass ich so ein paar Diddleblätter verlose, die ich doppelt habe, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Also könnt ihr es unten in die Kommentare schreiben oder könnt ihr mir auf Instagram auch gerne schreiben. Ich schreibe, jetzt sage ich die ganze Zeit schreiben, ich antworte da auf jeden Fall. Und dann kann ich auch eine kleine Verlosung starten. Genau, da könnt ihr mir das Motiv beschreiben oder ihr könnt auch einen Screenshot von meinem Video machen und mir das Bild dann sehen und sagen, ja, das hätte ich gerne oder so. Hast du das doppelt? Oh, das ist voll schade, dass hier ist wieder so ein Blatt, wo das hier fehlt. Das habe ich mal verloren. Aber ist nicht schlimm. Da mal als Hawaii-Motiv. Oh, als Ballerina. Dieses Geschriebene, das war schon auf den Folien. Das könnte ich auch mal ändern. Also das ist nicht auf den Blättern, wenn ich das jetzt denke. Also hier könnt ihr auch sehen, dass es auf den Folien geschrieben ist. Hier sind wieder Früchte schnibbeln. Ja, hier sind eigentlich wieder dieselben Motive. Ja, wie gesagt, ich habe halt viele auch doppelt. Hier sind so kleinere Blätter. Einmal das Motiv und das Motiv. Das habe ich auch oft. Das ist ein Duftblatt. Und das auch. Oder es duftet nur, weil es dahinter war. Ich weiß es nicht. Kann ja auch sein. Dann musst du später rein. Ach, das war eins. Diese beiden Bilder, ne? Ich liebe die. Das ist wirklich... Nee, nicht... Das kenne ich gar nicht. Wie kommt denn das da rein? Ich schwöre euch, ich habe dieses Motiv noch nie in meinem Leben gesehen. Gut, ich habe ja auch jahrelang nicht mehr da reingeguckt. Das ist eins meiner Lieblingsmotive. Voll süß. Vor allem auch noch, dass das so geriffelt ist und so mit Herzchen und so. Ich bin so ein richtiges Mädchen, was sowas angeht. Oh, ist voll schön. Das tue ich auch wieder rein. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe gerade unterbrochen. Genau, die kleinen Blätter hatte ich schon gezeigt. So, das mit den Luftballons und der Blume. Oh. Die Luftballons finde ich voll süß. Guck mal, das sind so Diddleköpfe. Aber ich glaube, an Menschenköpfen wäre das ein bisschen komisch. Ich glaube, ich würde mich dafür gruseln, oder? Stellt euch mal vor, da wären so Luftballons als Menschen. Nee, würde ich mir nicht vorstellen. Oh, der Teddy ist ja voll süß. Ich sage die ganze Zeit, das ist süß, aber das ist sehr auch süß, ne? Ich liebe Diddle. Ich glaube, später, wenn ich Kinder habe, dann will ich auch, dass die Diddleblätter sammeln. Dann gebe ich denen meine Sammlung und sage denen auch, ja, bitte nur die Doppelten tauschen. Jetzt kommen wir auch zu dem Großen hier. Hier sind so große. Das ist auch eins meiner Lieblingsblätter. Das sieht so aus, als wären die so voll lange getrennt gewesen. Oder vielleicht waren die auch nur für 5 Minuten getrennt und dann sehen die sich wieder und fallen sich voll in die Arme oder rennen. Ja, fallen sich voll in die Arme, sieht man nicht, ne? Die rennen aufeinander zu. Wie das. Mit dem Pferdchen. Ja, hier ist die Hülle ein bisschen schmutzig, aber das Blatt an sich ist nicht schmutzig.
das hier. Das ist auch voll schön. Ich frage mich, ob ich so weiße Blätter auch als große Blätter habe. Das ist auch richtig süß. Oder das hier. Das war auch eins meiner Lieblingsblätter. Ihr seht, ich stand auf Pink. Eigentlich war meine Lieblingsfarbe blau, aber auch pink irgendwo. Ich war so ein richtiges Mädchen. Oh, das. Also, ich habe zwar schon oft gesagt, das ist mein Lieblingsblatt, aber das hier ist mein absolutes Lieblingsblatt. Weil ich liebe diese Farbe Orange. Wirklich, also, ist das nicht voll schön? Das ist voll die schöne Farbe. Oh, hier sitzt er einsam. Ich glaube, das hatte ich auch als kleines oder als mittleres Blatt gerade gezeigt. Ah, hier als Cowboy. Und einmal hier mit dem Spiegel. Habe ich doch noch ein altes Blatt gefunden. Das war auch sehr schön. Oder das hier. Ich glaube, das habe ich sogar. Ja, das habe ich auch doppelt. Oh, das war auch eins meiner Lieblingsblätter. Oder das hier, das ist auch voll süß. Das liebe ich auch voll mit den Engelsflügeln so. Oder das, weil das mit einem Buch zu tun hat. Weil ich bin ja so eine Leseratte. Ich habe so viele Bücher schon gelesen und auch, keine Ahnung, wie viele noch auf meiner Liste stehen. Das haben wir gerade schon, aber... Nee, das hatten wir noch nicht, ne? Nee, das hatten wir noch nicht, das ist auch schön. Aber das hier ist mega süß. Das ist wieder dieser Hasehund, der Hundhase. Habe ich, glaube ich, auch doppelt, oder? Ja. Das habe ich auch doppelt. Ah! Hier sind mal die kleinen Klebeblätter oben geblieben. Ich war nicht verloren. Ach, da sind die auch. Ich glaube, die habe ich auch verloren. Und das letzte. Das ist ein Briefpapier. Ich habe noch so leere Hüllen. Da wollte ich wahrscheinlich noch sammeln, aber habe es dann halt nicht mehr gemacht. Und Ende. Das Video ging jetzt ziemlich lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch noch Dillblätter sammelt oder ob ihr gesammelt habt, ob ihr überhaupt noch einen Blog habt oder irgendetwas anderes von Dill, irgendwas Altes oder so. Weil ich finde, ich weiß, ah, mir fällt auch gerade ein, ich hatte noch ein Kuscheltier von Dill und zwar eine Ballerina. Dillina als Ballerina hatte ich auch. Boah, muss ich mal gucken, ob ich das echt noch oben habe oder ob ich es verschenkt habe, keine Ahnung. Ja, das war's von meinen Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich liebe ja so Zeitreisen, weil da erinnert man sich, was man so gemacht hat. Und ich weiß nicht, das gibt einem einfach so ein gutes Gefühl. Das ist einfach mega süß. Weil ich weiß noch, wir haben dann alle unsere Dillblöcke mitgenommen. Damals hatte ich sogar nur einen Schnellhefter. Also ich hatte nicht so eine schöne Mappe mit 6 Jahren. Und dann habe ich immer die doppelten getauscht. Ich hatte ja so sehr, sehr alte Dillblätter halt, diese weiß karierten. Und dann habe ich die gegen diese bunten getauscht. So süß. Okay, ich verabschiede mich jetzt, weil das Video jetzt noch 3 Stunden geht. Tschüss.